ich habe hier das Gebäude gemacht. Ich habe es theoretisch im Laufe der letzten Woche gebaut. Das Grobe stand ja schon vorm Schnitt. Also hier dieser Umriss und hier waren, glaube ich, was ich wieder weggebaut habe, so kleine Säulenblöcke. Wenn ihr kurz vor dem Schnitt pausiert, wo ich hier oben im Arbeitszimmer war, kann man aus dem Fenster noch so ein bisschen sehen, wie es vorher aussah. Und die Garage stand schon. Das Gebäude ist sozusagen auf dieser Garage weiter raufgezogen. Und ich bin eigentlich ganz stolz auf dieses Ding. Was es denn jetzt nun darstellt, ist eigentlich auch wieder so ein kubistisch eckiges, modernes Haus, wo ich einfach mal versucht habe, eigentlich so einen weißen Grundkörper zu machen, welcher dann komplett ab der ersten Etage, gut, hier geht es ein bisschen schräg runter, aber sagen wir mal komplett, die erste Etage ist halt mit so einem Holzgürtel umzogen und hier halt ein bisschen aufgebrochen. Dabei sind dann auch hier Fenster relativ versteckt, beziehungsweise offen, hier versteckt, weil hier das Bad hinter ist. Hier offen, weil hier halt ein Wohnraum, das Wohnzimmer soll da rein, ist. Und hier dann halt wieder so ein bisschen versteckt für das Schlafzimmer. Das werdet ihr gleich auch noch ein bisschen von innen sehen. Dann gibt es hier auch noch so kleinere schlitzige Fenster. Moment, wo ist er da? Und noch so kleinere Räume, die halt ja unwichtig sind, noch zu beleuchten. Ich sage unwichtig in dem Sinne, weil es halt kein Wohnraum ist, sondern. Ich mache hier kurz durch. Hier ist es zum Beispiel das WC. Da gibt es zwar noch hier dieses Dreierfenster, aber im Grunde gibt es dann hier diesen Schlitz und im oberen Stockwerk darüber ist ein begehbarer Kleiderschrank, der mit diesen Schlitzen versehen ist. So, hier kommt man dann eigentlich direkt in den Essbereich und zur Küche. Also das heißt, hier hinten wird wohl die Küche stehen mit Kühlschrank, Herd und allem möglichen Zip und Zap. Man hat hier dann auch wunderschöne Aussicht. Ich habe hier auch so ein Pflanzkasten, sag ich mal, drumherum gesetzt. Und das ist ja alles eigentlich auch schön im Schatten. Außen mache ich zum Schluss. Dass das hier eigentlich ganz gut gecovert ist und eingerahmt ist. Was gibt es hier sonst noch? Die Inneneinrichtung wollte ich dann im Verlaufe des Videos machen, beziehungsweise. Weil das jetzt hier am Ende des Videos ist, dann halt im nächsten Video, also im Verlaufe der Aufnahme wollte ich das machen. Hier oben ist das Bad. Das finde ich eigentlich mega geil, weil das hat hier so ein richtiges Panoramafenster, wo man aber von außen eigentlich so gut wie überhaupt keinen Einblick hat. Weil hier sind dann einmal die Pflanzen und als zweites dann halt diese Lamellenstruktur mit den Gittern. Und die Wanne habe ich hier mal freistehend gemacht. Da kommt dann von oben auch noch so ein, hier diese Duschbrause runter und so habe ich vor. Hier oben ist dann halt Wohn- und Arbeitsbereich. Hier hinten der Arbeitsbereich, da soll halt der Schreibtisch stehen. Und das war halt hier so die Position, ist eigentlich dafür prädestiniert, weil das halt so eine Ecke ist, wo man auch noch eine schöne Aussicht hat. Aber es ist halt hier so eine Sackgasse. Ich hätte hier zwar auch, hatte ich mal geguckt, ob ich hier so einen Balkon hinmachen kann. Aber das verdiebt dann so ein bisschen hier diese Ecke. Und deshalb ist das jetzt so gelaufen. Und das Haus hat eigentlich jetzt überhaupt keinen Balkon. Vielleicht beim Einrichten fällt mir noch was ein, ob ich vielleicht vom Schlafzimmer aus was machen kann oder so. Hier ist dann halt der Wohnbereich. Der ist halt ein bisschen, ich würde sagen, auch ein bisschen eng in der Hinsicht, dass wenn hier noch ein Sofa steht, Richtung Fernseher ausgerichtet, der hier hin soll, wäre hier nur noch ein oder zwei Blöcke maximal. Aber ich denke, das passt alles. Wäre auch blöd, wenn es zu überdimensioniert ist und zu wenig dann halt drin ist, was man halt platzieren kann. Hier kann noch ein Bild hin oder so. Schöner Kamin. Übrigens, der Kaminschacht geht ja oben raus und von unten kommt auch ein Kaminschacht hoch und der ist jetzt hier. Also ich glaube, der Kaminschacht von dem Kamin, der ist hier in der Wand sozusagen mit verbaut. So ganz primitiv. Und hier ist der Kaminschacht von der Küche. Und hier ist das Ankleidezimmer.
begehbarer Kleiderschrank sozusagen. Und es wird Nacht. Ich habe mal ja wieder den Shader. Wo war's? Doch, Video-Settings. Den benutze ich ja eigentlich ohne Aufnahme. Da gibt es nämlich dann hier noch Spiegelungen im Glas und im Eis und so. Wobei das hier bei der Aufnahme zu ruckelig wäre. Und wenn ich die einfach ausstelle, ist es trotzdem zu ruckelig. Also nehme ich jetzt den normalen Fünfer davon. Weil die Frage kommt manchmal, nicht oft, aber manchmal vor, wo dann gefragt wird, was das für ein Shader ist. Und ich habe jetzt hier noch diese Baumreihe vollendet, die hier am Kanal sozusagen lang geht. Achso, bevor ich es vergesse, ich wollte ja hier außen noch zeigen. Der Außenbereich sieht wie folgt aus. Hier ist halt die Einfahrt mit dem Eingang links, wo ich hier noch mir überlegen muss, wer hier wohnt, wobei ich bei mehreren Gebäuden das noch tun muss. Hier rechts ist so eine kleine Ecke, wo die Mülltonnen stehen und... Ach, scheiße. Die blaue Tonne habe ich direkt falsch rum gemacht. Steht hier, weil ja die Müllabfuhr gerade rumfährt. Und hier ist dann halt noch so ein zum Grundstück gehörendes gepflastertes Ding. Das ist jetzt nichts Öffentliches. Und hier geht es dann halt ein Türchen zum Garten mit einer kleinen Treppe. Ich muss mir noch überlegen, ob ich da irgendwie einen Zaun oder so hinmache, weil das sieht so ein bisschen aus, als ob da öffentlich Fahrräder und so abgestellt werden können. Aber ich hoffe mal, dass das klar ist, dass das zum Grundstück gehört. Und das ist ja sowieso ein Wohngebiet ist und kein Gebiet, wo hier öffentliche Gebäude rumstehen. Wird jetzt hier auch keine, keine Sau da, kein fremder Fahrräder abstellen. Vielleicht ist das auch so ein Bereich, wo ein Zweitwagen abgestellt werden kann. So, ne, hier so schräg rein. Und so viel dazu. Gehen wir mal in den Garten. Achso, hier habe ich dann halt noch ein kleines, langes, nicht hohes Fenster reingebaut, weil es da einfach gepasst hat. Und an sich an dem Gebäude finde ich diesen Überhang cool, der hier so ein bisschen in der Diagonalen runtergeht und dann auch hier sich fortführt über diese halbe Stufe. Dann hier einen schönen Garten. Ich habe da auch meinen Plan verfolgt, dass ich die Einfahrt diesmal nicht auf dieser Seite haben möchte, sondern auf dieser Seite, damit ja diese Gerade auch irgendwie bedient wird mit Einfahrten, beziehungsweise dann auch mal hier auf der Seite, auf der Geraden, wieder ein Garten ist. Obwohl eigentlich habe ich überall Vorgärten. Naja, okay. Aber ich glaube, das Konzept ist klar. So, dann gibt es hier wieder den erhöhten Bereich, der komplett zur Terrasse, also hier gepflasterten Bereich umstrukturiert. Das hört sich so an, als ob es vorher anders war. Aber das ist so geplant hier. mit einem Whirlpool, wo man auch 1,5 Blöcke tief sitzt. So. Und einen schönen Tisch, den ich hier mit Carpets realisiert habe, dass er auch schön dünn ist. Hier ist so eine kleine Außengrillstation. Und die Garage ist hier noch ein Zugang zu. Beziehungsweise hier steht dann auch wieder so ein Vintage Car drin. Das ist übrigens so etwa gebaut. Nicht ganz natürlich. Ich habe es natürlich wieder ein bisschen verändert. Aber das ist so etwa so, wie das Modell aussah, wofür ich mich für mein Vintage Car, was beim Headquarter steht, inspirieren habe lassen. Achso, und hier ist irgendwie noch Dings. Planes. So. Und ich habe hier ein bisschen Wald gekillt, weil ich finde, hier gehört auch noch ein Haus hin. Und jetzt wäre die große Frage, da ich wahrscheinlich schon in der nächsten Folge bin. Ich habe mal wieder zu lange gequasselt. Was ich denn machen soll. Ich glaube, in dieser jetzigen Folge richte ich noch ein und dann werde ich irgendwann mal zu den anderen Gebäuden überkommen, was ich bauen möchte.
muss dann noch, weil es jetzt so lange kein Video gab, noch so ein paar Erinnerungen aus dem Gehirn kramen, weil ich ja so ein paar Designpläne hatte bezüglich der Optik mancher Häuser. Hier, der Schattenfehler ist sehr seltsam manchmal bei dem Shader. Bezüglich der Optik mancher Häuser, weil ich hatte ja so ein bisschen geguckt und geplant, wie ich da so die Häuser designen kann. Und deshalb standen auch bei den meisten Grundstücken hier in der Gegend schon Schilder, weil ich hatte theoretisch zu jedem Grundstück schon grob eine Vorstellung, wie das Haus da aussehen könnte. Und deshalb sind auch wahrscheinlich, weil, das habe ich glaube ich bei der letzten Aufnahme auch schon gesagt, sind bei dem Download gab es viele Kommentare, wo gesagt wurde, ja, ich setze mich mal an einem Gebäude ran und design mal da was, aber ich denke, die sind dann auf die Map gekommen und haben dann gesehen, dass da die Schilder stehen. Und deshalb dachten sie, oh ja, ist ja schon alles besetzt, dann kann ich ja nichts mehr machen. Aber das heißt ja nichts. Da hinten sind ja auch noch Grundstücke, da sind zum Beispiel keine Schilder. Übrigens auch schon im Download enthalten. Und dafür kann man ja Gebäude einsenden, beziehungsweise hatte ich ja dann auch schon in der letzten, oder beziehungsweise jetzt müsste es ja schon die vorletzte Folge sein, gesagt, dass wenn mir ein eingesendetes Haus besser gefällt als das, was ich mir überlegt habe für eine Stelle, dann ist das ja eine legitime Sache für mich, das einfach dann auch einzufügen. Also, wer immer noch Lust hat, Dings einzusenden, Gebäude einzusenden, der kann das gerne tun. Und ja, so viel dazu. Mal Bücher hier. Dann kann ich hier Boxen hinmachen. Ich lösche mal eben kurz das raus, was ich schon habe. Okay. Den stelle ich erstmal dahin. Den stelle ich dahin. So. Ja, ich bin super, super Fan von den weißen Pflanzen, weil das immer super edel aussieht. Wo kommt denn jetzt die Beleuchtung her? Schon wieder weg. So, Fernseher. Hier ist das Ankleidezimmer hinter, aber was soll's. Ach, warte, wenn ich so mache, dann wirkt der Fernseher zu, ja, zu viereckig. Und das wollen wir nicht. Und deshalb nehme ich Obsidian diesmal. Also so wie es im Headquarter auch ist. Hier kann man wieder ein Regal drunter bauen. Das sieht dann wahrscheinlich so wie bei dem einstöckigen Gebäude. So. Dann. Schon lustig, dass die dunklen Scheiben. Moment, wo kann man das am besten sehen? Da. Die dunklen Scheiben sind so dunkel, dass naja, dass die Transparentheit den als vollen Block anzeigt. Der hier ist zum Beispiel hell genug. Der zum Beispiel nur teilweise, weil da sieht man ja, dass es in der Mitte ein bisschen transparenter ist als außen. Und da müsste ich vielleicht noch mal ran. Die ganzen Leitsachen, die sind alle transparent genug. Ja. Okay. Aber wenn es hier an diesen dunklen Sachen kommt. Okay, der geht auch noch. Oh. Moment, was war denn? Der ist nicht transparent genug? Doch. Okay, dann sind das nur wahrscheinlich der ist zu dunkel, jawohl. Und der war halt teilweise. Da muss ich dann nochmal schauen. Ich bin übrigens am Überlegen, die weiße
Scheibe ein bisschen transparenter zu machen. Also es ist ja absichtlich so milchglasmäßig, ne? Und ich muss mich überhaupt noch an den Dings setzen, ans Ressource-Pack. Naja. Versuchen wir mal ein Sofa in der Farbe.